Norbert Pölkel wurde am 15. September 1951 in Stuttgart geboren. Er wurde bekannt als der Hammermörder, obwohl er nie mit einem Hammer getötet hatte. Als Jugendlicher fiel er vor allem durch Mutproben auf. Als Erwachsener wurde er Polizist und wurde 1982 sogar Polizeiobermeister bei der Hundestaffel. Er gewann im Lotto 36.000 Mark. Davon baute er für sich und seine Familie ein Haus. Seine Frau war eine ehemalige Kollegin und sie hatten zwei Söhne und eine Tochter. Die Familie lebte über ihre Verhältnisse und war bald hoch verschuldet. Auch die Kosten für die Behandlungen seiner Tochter fraßen sehr viel Geld. Die Dreijährige hatte einen Gehirntumor, an dem sie im März 1984 starb. Am 3. Mai 1984 erschoss Pölke auf einem Parkplatz einen 47-jährigen Handelsreisenden und fuhr mit dessen Wagen zu einer Bank und erbeutete bei dem Überfall mehrere tausend Mark. Er ließ einen Vorschlaghammer am Tatort zurück. Das Geld war aber schnell verbraucht. Am 21. Dezember 1984 erschoss Pölke ebenfalls auf einem Parkplatz einen 37-jährigen Engländer. Eine Woche später überfiel er wieder eine Bank, erbeutete 78.000 Mark und hinterließ wieder einen Hammer. Eine Sonderkommission wurde gebildet, um den Täter zu finden. Am 5. Juli 1985 bat die Polizei in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst um die Mithilfe der Zuschauer. Den Beitrag könnt ihr im Übrigen auch auf YouTube selbst sehen. Link in der Videobeschreibung. Am 22. Juli 1985 erschoss Pölke einen weiteren Mann auf einem Parkplatz und überfiel eine Bank, musste dieses Mal aber ohne Beute fliehen. Mittlerweile wusste man bei der Polizei, dass ein Polizist der Täter sein musste. Am 27. September 1985 überfiel Pölke eine weitere Bank und erbeutete 11.000 Mark. Pölke wusste, dass man ihn bald fassen würde. Am 13. Oktober 1985 erschoss er seine Frau und seinen ältesten Sohn. Mit dem jüngsten Sohn floh er nach Italien. Dort verbrachte er mit seinem Sohn noch ein paar Tage, bevor Pölke am 22. Oktober 1985 zuerst seinen Sohn und anschließend sich selbst erschoss.